So, wir kommen jetzt zur Aktuellen Stunde. Die hat die AfD-Fraktion beantragt und würde damit als Einreicher beginnen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wir leben in zusehends unruhiger werdenden Zeiten. Hunderttausende Menschen durchqueren seit Monaten den Südosten Europas, um in die Staaten mit besonders ausgeprägter Anreiz- und Willkommenskultur zu gelangen. Das Königreich Schweden und die Bundesrepublik Deutschland. Diese Länder sind gezwungen, die täglich zu uns kommenden Menschen menschenwürdig unterzubringen. Gleichzeitig wächst vielerorts in Deutschland der Widerstand gegen diese ungewollte und ungesteuerte Masseneinwanderung. Die Menschen sehen nicht nur, wie wenig solidarisch sich viele andere Staaten der Europäischen Union in der gegenwärtigen Flüchtlingskrise verhalten, sondern sie sehen auch, wie deutsche Kommunen sprichwörtlich allein gelassen werden mit der Unterbringung dieser Menschen. Wie Frau Dr. Kaufmann, Beigeordnete für Soziales, mir am Montag bestätigte, ist von den angekündigten Hilfsgeldern von Bund und Land noch kein einziger Cent geflossen. Stattdessen darf sich Dresden zuzüglich zu den bereits zugewiesenen 3.300 Asylbewerbern noch auf weitere 2.000 bis 3.000 bis Jahresende einstellen. Wie soll das funktionieren, ohne weitere Zweckentfremdung von Turnhallen, von Markthallen oder von Schulen? Für ein großes Flüchtlingslager, beispielsweise im Neustädter Alaunpark, fehlen derzeit leider die Container. Liebe Kollegen, die AfD-Fraktion wird sich auf jeden Fall der Nutzung von Schulen und Sporthallen für die Asylbewerberunterbringung entgegenstellen und hat dazu einen entsprechenden Antrag für den Stadtrat eingereicht. Auch haben wir dem Oberbürgermeister ausführliche Anfragen zur Kostenexplosion in der Erziehungshilfe gestellt. Den meisten in unserer Stadt ist nämlich noch nicht ansatzweise klar, dass die erwarteten 400 bis 600 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge den Stadthaushalt in 2016 bis zu ca. 20 Millionen Euro kosten werden. Und das zusätzlich zu den 70 Millionen Euro Erziehungshilfekosten, die wir schon in 2015 bewältigen müssen. Gleichzeitig allerdings wird es auch in anderer Weise ungemütlicher in Dresden. Der Wiener Platz ist zu einem Hort der Drogenkriminalität geworden. Frauen werden von Asylbewerbern am helllichten Tag überfallen und vergewaltigt oder zumindest sexuell belästigt. Immer mehr Geschäfte klagen über Schwundeffekte, wenn Asylbewerber einkaufen gehen. Eine Frau sagte mir kürzlich, sie traue sich nun nicht mehr allein durch die Münchner Straße zu joggen. Eine andere wagt es nicht mehr, mit ihrem Kind spazieren zu gehen, da sie im Umkreis der durch die Landesdirektion beschlagnahmten neuen Mensa wohnt. Liebe Kollegen, das sind in Anbetracht der Vorfälle berechtigte Ängste, die wir die Politik und Medien nicht wegdiskutieren dürfen. Auch ich habe mir kürzlich in den Abendstunden ein Bild von der Situation im Umkreis der TU Dresden gemacht. Es liefen zu dieser Tageszeit anteilig viele südländisch aussehende junge Männer herum. Manche schienen sogar alkoholisiert zu sein oder unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Das unheimliche Beklemmen vieler Anwohner konnte ich daher gut nachvollziehen. Und es verwundert mich nicht, dass die Ängste und Sorgen in der Bevölkerung wachsen und bedauerlicherweise zunehmend in Ablehnung und gar Fremdenfeindlichkeit auf die Einwanderer umschlagen. Ja, ich habe Einwanderer gesagt, denn die Termini Flüchtlinge, Asylbewerber oder Schutzsuchende kaschieren nur den Umstand, was diese Menschen tatsächlich darstellen. Sie sind nämlich gekommen, um zu bleiben. Die Frage ist nur, ob wir als Gastgeber und Staatsbürger dieses Landes das überhaupt wollen. Herr Oberbürgermeister, zum Stichtag 31.08.2015 hielten sich im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 791 abgelehnte Asylbewerber auf. Heute erreichte mich Ihre Antwort auf meine schriftliche Anfrage zu den Zahlen mit dem Stichtag 30.09.2015. Nun sind es nur noch 561 Abgelehnte, allerdings dieses Mal mit dem Hinweis mit Duldung. Heißt das jetzt, dass mindestens 230 Abschiebungen im September erfolgt sind, oder verschweigen Sie mir die Anzahl der abgelehnten Asylbewerber ohne Duldung, die sich womöglich immer noch in Dresden aufhalten? Herr Oberbürgermeister, viele Bürgermeister auch in Sachsen haben in den vergangenen Wochen Protestschreiben an die Bundesregierung geschrieben. Haben Sie sich an diesen beteiligt? Und wenn nein, warum nicht?
Sehen Sie die Lage in Dresden als quasi nur ein bisschen schlimm an oder haben Sie sich schon resigniert und glauben, dass ein derartiger Brief eh verhallen würde? Für eine Erklärung gegen Pegida, wie auch gerade noch einmal vorgetragen, hatten Sie zumindest Zeit. Doch ich sage Ihnen, mit solch symbolischen Erklärungen werden Sie das real oder vermeintlich beschädigte Ansehen Dresden leider nicht heilen können. Geschweige denn die Demonstranten von den Straßen holen. Wir brauchen endlich entschlossenes Handeln in Dresden im Land und im Bund, um die berechtigten Interessen der einheimischen Bevölkerung durchzusetzen. Damit vor allem auf Landes- und Bundesebene dies endlich geschieht, kann Dresden in Zusammenschluss möglichst aller Kommunen deutliche politische Signale setzen. Machen Sie es, Herr Hilpert, machen wir es, liebe Kollegen, bevor die Straße das Heft des Handelns übernimmt, denn ein Weiter-so darf es nicht geben. Vielen Dank. So, wir steigen jetzt ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt heute Bündnis 90 Die Grünen und Sie hatten ja Ihr Rederecht abgetreten an Herrn Detlef. Wir dürfen Sie ganz herzlich in unserem Kreis begrüßen, wie auch alle anderen, 5 Minuten Redezeit. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Gäste. Zunächst einmal vielen Dank an die Fraktion Die Grünen für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr als Koordinator des Bürgernetzwerks Laubegast des Bund konkret mit der Arbeit für Flüchtlinge beschäftigt. Ich muss gestehen, dass auch ich, als wir uns damals entschlossen, uns diesem Thema zuzuwenden, Ängste hatte und Sorgen. So viele fremde Menschen, teils aus fremden Kulturen. Ich selbst hatte noch keinen Flüchtling näher kennengelernt und fragte mich, was kann ich, was können wir überhaupt für diese Menschen tun? Jetzt, ein Jahr später, kann ich Ihnen die Antwort geben, wir können sehr viel tun. Ich habe von Anfang an gesagt und tue das immer noch, dass man die ganze Problematik im Grunde genommen in 2 Begriffen zusammenfassen kann. Der erste ist Empathie, denn um nichts anderes geht es, um Mitgefühl für Menschen, die Hilfe brauchen. Zweitens aber ist es wichtig, dass es bei dieser Arbeit keinen Platz für Sozialromantik gibt. Die Integration, und damit meine ich nicht Assimilation, sondern Integration ist eine große Aufgabe und sie bringt Probleme mit sich, die man angehen muss, nicht verschweigen, allerdings auch nicht polemisch überbetonen. Es sind keine Kriminellen, die in das ehemalige Hotel Prinz Eugen in Laubegast einziehen werden und es sind keine Heiligen, es sind Menschen. Aber zurück zu dem, was wir leisten und was wir leisten können. Wir sind ein Netzwerk von mehreren 100 Bürgern von Laubegast, von denen momentan ca. 30, perspektivisch mindestens 50 aktiv ehrenamtlich Zeitaufwendung und konkrete Arbeit leisten. Wir bieten momentan 3-mal, ab Mitte November dann 6-mal die Woche Deutschunterricht an. Wir haben einen Begegnungsnachmittag in der Kirchgemeinde etabliert. Wir eröffnen noch im November eine Fahrradwerkstatt und bieten regelmäßigen Hallensport an. Wir haben Ende September ein großes Familienfest für Bürger und Flüchtlinge veranstaltet, das wir gern wiederholen werden, und eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen durchgeführt. Ich möchte an dieser Stelle mal betonen, was unsere Angebote angeht. Die sind natürlich selbstverständlich auch für Bürger mit deutschem Pass offen. Wer also bedürftig ist und gerne Deutsch lernen möchte oder sein Fahrrad unter Anleitung kostenlos reparieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Jetzt zu dem, was aus meinen Sorgen und Ängsten geworden ist. Ich habe in den vergangenen Monaten sehr viele Flüchtlinge aus vielen verschiedenen Ländern kennengelernt. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Begegnungen mein Leben verändert und bereichert haben. Es sind in unserem Netzwerk auch bei mir persönlich Freundschaften entstanden und wir haben auch die Probleme kennengelernt, die die Asylsuchenden haben. Ein großes Problem ist zum Beispiel, dass viele sagen, mit uns redet keiner, die Menschen sind gegen uns. Ich habe viele freundliche, dankbare Menschen kennengelernt, die begierig darauf sind, unsere Sprache zu lernen, die gern Teil unserer Gesellschaft werden wollen und arbeiten wollen, die übrigens alle, am besten sofort. Und was ist nun mit der Sozialromantik? Wenn man die weglässt, und das tun wir, dann ist es sehr erstaunlich, wie viel wir erreichen können, natürlich nur mit Unterstützung der Politik. Die Fortschritte beim Spracherwerb unserer Teilnehmer sind deutlich und wir sehen unsere Arbeit mit Asylsuchenden auch als ganz praktische Hilfe bei der Integration an. Das heißt, wir vermitteln Flüchtlingen nicht nur unsere Sprache, sondern auch die Werte und Regeln unseres Zusammenlebens. Kürzlich habe ich zum Beispiel viele Fragen zweier syrischer Männer beantwortet, die sie zu unserer Demokratie, zu unserer Form des Zusammenlebens hatten.
Wir haben sogar schon einigen beim Start ins Arbeitsleben helfen können. Wir haben Lehrstellen, Praktikumsplätze und Kontakte vermittelt. Teile der neuen Gesetze und Initiativen auf politischer Ebene sind bei aller Verfassungswidrigkeit anderer Teile davon auch durchaus hilfreich für unsere Arbeit. Seit neuestem können Asylsuchende aus dem Iran, Irak, Syrien und Eritrea zum Beispiel Sprachkurse kostenlos absolvieren. Ich habe viele Kontakte, auch zu Bildungsträgern, sodass wir die neuen Bewohner der Gustav-Hartmann-Straße direkt dorthin vermitteln können. Alle, die da keinen Platz finden, und die anderen Flüchtlinge aus Afghanistan, Somalia, Libyen und so weiter, die werden wir dann selbst unterrichten. Sie sehen, wir sind gut vorbereitet und werden uns intensiv kümmern. Wir werden versuchen, zusätzlich zu den Sozialarbeitern ein offenes Ohr für die Probleme der Anwohner und auch für die der Bewohner der Unterkunft in Laubegast zu haben. Ich möchte erneut den Anwohnern und Kritikern, einige sitzen da oben, den Anwohnern und Kritikern sagen, kommen Sie, helfen Sie mit, lernen Sie diese Menschen kennen, haben Sie keine Angst vor Veränderungen, denn wir können selbst gestalten, wie diese Veränderungen aussehen werden, denn wir sind viele und wir alle sind die Gesellschaft. Vielen Dank. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Avenaius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir dürfen uns in dieser dramatischen Situation von historischer Dimension ausschließlich von der Frage leiten lassen, wie wir unserer Verantwortung am besten gerecht werden können. Die Überlegung, ob unser Handeln auch bei den Menschen gut ankommt und ob sie uns dann später auch dafür wählen, darf für uns jetzt nicht maßgeblich sein. Wir sind dafür gewählt, nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen zu treffen und dann zu diesen Entscheidungen zu stehen. Alles andere wäre verantwortungslos. Es gibt leider schon viel zu viele Politikerinnen und Politiker, die den Leuten nach dem Mund reden, um ihre Chancen auf eine Wiederwahl nicht zu gefährden. Und die sich einfach wegducken, wenn ihnen unangenehme Fragen gestellt werden, anstatt den Menschen schonungslos die Wahrheit zu sagen. Zur Wahrheit in der Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen gehört sicher, dass wir uns in Deutschland sowohl aus juristischen als auch aus praktischen Gründen nicht einfach abschotten können. Wir müssen unsere Verfassung auch in der Krise beachten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Kapazitäten in Deutschland begrenzt sind und es deshalb maßgeblich darauf ankommt, eine Lösung auf internationaler und vor allem europäischer Ebene zu finden, um den weiteren Zustrom zu begrenzen. Wir dürfen den Leuten deshalb nicht Sand in die Augen streuen, indem wir den Eindruck vermitteln, die Stadt könne sich ihren eindeutigen Verpflichtungen entziehen. Schon gar nicht dürfen wir uns denen anschließen, die zum offenen Rechtsbruch auffordern. Diejenigen, die den Antrag gestellt haben, begeben sich, vorsichtig formuliert, in gefährliche Nähe zu denen, die unsere Rechtsordnung ohnehin nicht respektieren. Ebenso verantwortungslos ist es, in der Diskussion um die Nutzung von Sporthallen und insbesondere von Schulsporthallen den Eindruck zu erwecken, als ob man auf den Zugriff derartiger Objekte sozusagen blanko verzichten könne. Ein derartiger Zugriff muss immer die Ultima Ratio, der letzte Ausweg sein. Bevor man diesen letzten Ausweg geht, müssen alle anderen Wege beschritten worden sein. In diesem Zusammenhang Dank an Bürgermeister Dr. Lames, der unter Hinweis auf den Bildungsanspruch unserer Kinder unkonventionelle, aber das Gemeinwesen schonendere Vorschläge gemacht hat. Und danke auch an Sie, Herr Oberbürgermeister, für Ihre klaren Worte eben bei Ihrem Beitrag. Die derzeitige Situation stellt die härteste Bewährungsprobe für die Stadt seit der Wiedervereinigung dar. Sie übertrifft die Herausforderungen, vor die uns die Hochwasser gestellt haben. Wir werden diese Herausforderung nur bestehen, wenn wir den Menschen mit dem Realitätssinn
und der Festigkeit gegenübertreten, die den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens stärken, anstatt es zu destabilisieren. Der Antrag der AfD und die Begründung, die wir eben gehört haben, lässt eine solche Festigkeit vermissen. Zu dieser Festigkeit gehört zum Beispiel, die Leute offen und korrekt aufzuklären, auch über Kriminalität, wie sie in Kreisen der Asylbewerber vorkommt. Braucht man gar nicht klein zu reden. Aber das, was wir eben gehört haben, verwechselt Aufklärung mit blanker Hetze. Zu dieser Festigkeit gehört auch bei der Verwaltung anzumahnen, die inneren Abläufe und Strukturen stets auf den Prüfstand zu stellen. Insbesondere bei den Unterbringungsfragen, die sich jetzt am schnellsten stellen oder am ehesten stellen, aber auch insbesondere bei Fragen der Integration und natürlich auch bei Fragen der Organisation der Rückführung, für die die Stadt teilweise auch Verantwortung hat. Auch hier haben wir anzumahnen, alle Abläufe, alle Strukturen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und dann in Ruhe über die Ergebnisse nachzudenken und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Aus unserer eigenen Verantwortung als Stadtrat entlässt uns das alles nicht. Und unsere eigene Verantwortung besteht heute vor allem darin, die Nerven zu behalten. Vielen Dank. Als nächstes für die FDP-Fraktion Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, bei der letzten Debatte zum Thema Flüchtlingspolitik am 6. September habe ich gesagt, dass es allerhöchste Zeit wird, bei allem guten Willen, bei aller Hilfsbereitschaft, die in dieser Stadt auch deutlich zu spüren ist, und bei allem Verständnis gegenüber den Asylsuchenden, dringend über die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit zu sprechen. Heute, fast zwei Monate später, muss ich sagen, dass, wenn wir ehrlich sind und wenn wir die Realitäten so zur Kenntnis nehmen, wie sie sind, wir feststellen müssen, dass wir wohl diese Grenze erreicht haben, ja, sie in vielen Bereichen vielleicht sogar schon überschritten haben, meine Damen und Herren. Das gilt für unsere Stadt Dresden, das gilt für Sachsen und das gilt mit Sicherheit und das zunehmend Tag für Tag auch für viele andere Orte in der Bundesrepublik Deutschland. Zu den Zahlen hat Dirk Höbert, unser Oberbürgermeister, schon eine ganze Menge gesagt. Wir schauen immer bis zum 31.12. und alles, was wir uns überlegen, was wir machen wollen, wo wir handeln, geht bis zum 31.12. aus. Sie wissen aber, dass das Leben hoffentlich für uns alle weitergeht. Es wird den 1.1. geben. Und egal, wie viele Flüchtlinge tatsächlich jetzt bis zum 31.12. oder 31.1. oder bis Ende Februar nach der bisherigen Vereinbarung noch von der Stadt Dresden übernommen werden müssen, wir sind ungefähr jetzt erst so bei der Hälfte. Jeder von uns muss sich bei allem guten Willen vergegenwärtigen, dass der ganze Ärger, die ganzen Diskussionen, auch die Proteste, die wir haben, die Debatten, alles, was ist, ungefähr die Hälfte von dem ist, was jetzt in nächster Zeit, nächsten zwei Monaten, vier Monaten nochmal auf uns zukommt. Und da ist das, worüber Dirk Hilbert gesprochen hat, nämlich das, was die enorme Dynamik auch der Flüchtlingsströme betrifft und die auch weiter auf Deutschland zukommt, überhaupt noch nicht berücksichtigt. Da bin ich glücklich über jedes Engagement in dieser Stadt, aber ich sage Ihnen eindeutig, Empathie gerne, aber als Politiker haben wir die Aufgabe, den klaren Kopf zu behalten, bei allem Mitgefühl. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen müssen wir uns den Realitäten stellen. Und die Fakten sind eisenhart, das möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Wenn wir alle sehen, wie wir den bisherigen Ansturm bewältigt haben, dann wissen wir, was das noch bedeutet. Wir haben drei Turnhallen jetzt besetzt. Wenn nochmal so viele untergebracht werden sollen, wie viele Turnhallen, haben Sie schon mal durchgerechnet, werden das sein? Welche Turnhallen werden das sein?
Wo werden diese Turnhallen, wenn es dazu kommt, am Ende stehen? Werden sie auf dem Schulgelände von Grundschulen oder Oberschulen stehen, von Gymnasien? Meine Damen und Herren, das bewegt natürlich eine ganze Menge. Das bewegt die Eltern und das bewegt sie auch zu Recht. Wollen wir tatsächlich die Messe aufmachen? Wollen wir das Kongresszentrum aufmachen? Vielleicht müssen wir es, es kann sein, aber was bedeutet das am Ende auch für unseren Wirtschaftsstandort? Sie wissen, wie wichtig das, Sie wissen, wie wichtig eine Messe wie die Semikon gerade auch für Dresden ist. Deswegen bin ich dem Oberbürgermeister so dankbar, dass er genau diese Lösung jetzt nicht vollzogen hat. Denn wir müssen an morgen denken, wir müssen auch daran denken, dass wir auch finanziell mit dem Problem weiter klarkommen wollen. Und die Menschen, die bei uns bleiben, wollen auch Arbeitsplatzperspektiven haben. Deswegen können wir das nicht einfach so aus dem Blick verlieren und einfach so wegdrängen, meine Damen und Herren. Wir wissen, es gibt kreative Vorschläge. Ich habe heute Herrn Lames im Radio gehört. Den Festsaal unseres Rathauses, den Plenarsaal, ja, mag sein. Aber auch Sie wissen, lieber Herr Kollege Lames, auch das reicht nur ein kurzes Stück. Das heißt, wir müssen unendlich bereit sein, auch über Grenzen, über die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit zu sprechen. Ansonsten werden wir es nicht bewältigen können, meine Damen und Herren. Unsere Verwaltungsmitarbeitern, dem Dank unseres Oberbürgermeisters schließe ich mich ausdrücklich an. Die leisten richtig viel und es ist nicht leicht, das hier vor Ort zu lösen, was uns andere auf anderen politischen Ebenen eingebrockt haben, meine Damen und Herren. Deswegen schließe ich mich dem Dank ausdrücklich an, sind an der Belastungsgrenze. Viele ehrenamtliche Helfer sind an der Belastungsgrenze. Das DRK, die Johanniter, die Malteser, viele andere, unsere Polizei, unsere Ärzte, Krankenschwestern, viele Lehrer, auf die ja auch was ganz Neues zugekommen ist, sind an der Belastungsgrenze. Unsere finanziellen Möglichkeiten sind mindestens an der Belastungsgrenze. Ich behaupte, wir haben sie längst überschritten. Und wenn das wahr wird, was ich gerade das erste Mal gehört habe, dass der Freistaat Sachsen, dass diese Regierung, die Großstädte, die Hauptlast zu tragen haben mit dem neuen FAG im Stich lässt, dann ist das eine bodenlose Sauerei, meine Damen und Herren. Wir sind an den Grenzen und wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, dann gefährdet diese Politik den sozialen Frieden, ich komme zum Schluss, den gesellschaftlichen Frieden in unserer Stadt. Ich wünsche mir deswegen, dass von diesem Stadtrat auch ein Signal ausgeht, bei aller Hilfsbereitschaft, auch bei der Bereitschaft, dass wir selbst über Grenzen hinausgehen, auch dass wir weitermachen als Verwaltung, als Politik, zusammen versuchen, das Möglichste rauszuholen, dass von diesem Stadtrat das Signal an Frau Merkel und Herrn Gabriel, an Herrn Tillich und Herrn Dulich ausgeht, dass es so politisch in Deutschland nicht weitergehen kann. Im Interesse unserer Bürger, im Interesse der Flüchtlinge und vor allem im Interesse des Zusammenhalts unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Dankeschön. Als nächstes CDU-Fraktion Frau Ahnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen Stadträte, wir werden beim Thema Asyl in Dresden. Wir wünschen uns strukturierter, koordinierter, mehr Anstrengung im Bereich Koordination, mehr Anstrengung in der Kommunikation und ohne dabei rote Linien zu überschreiten. Fakt ist, vollkommen unabhängig davon, wann und wie der Zustrom an Flüchtlingen auf Bundesebene begrenzt wird, wir werden bis Ende des Jahres wohl mindestens 3.000 Menschen in dieser Stadt zusätzlich unterbringen. Das Ganze ist uns allen klar seit spätestens August. Und das sollte uns allen klar sein. Wir haben gesehen, was an der Bremer Straße passiert ist. Wir haben die Nötnetze erlebt. Und wir alle sehen die Bilder auf Facebook und im Fernsehen. Am 6. August hat die CDU-Fraktion auf diese Lage aufmerksam gemacht und mit einem Antrag dafür sorgen wollen, dass explizit Turnhallen nicht zur Unterbringung von Flüchtlingen herangezogen werden müssen. Herr Hilbert sah es im August nicht als eilbedürftig an, eben auf diesen Ansturm zu reagieren, indem man auch größere Objekte in die Prüfung einbezieht und indem man vorsorglich, und zwar unmittelbar, Container anschafft, um weitere Lösungen zu finden.
Stattdessen hat der Oberbürgermeister seitdem sehr heftig kritisiert, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu Recht, und postuliert, Dresden wird Vorzeige-Integrationsstadt. Wir erkennen durchaus an, absolut, was in den letzten Wochen hier in dieser Stadt passiert ist, dass es eine entsprechende Koordinationsgruppe gibt. Wir müssen aber feststellen, dass dieser Anspruch, der hier formuliert worden ist, und die Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Trotz der langen Wartefristen sind Container nach Zeitungsmeldungen bis heute nicht bestellt. Private Angebote sind unbearbeitet, beispielsweise die Einrichtung von Leichtbauhallen auf kommunalen Grundstücken, die sehr schnell sehr viele und vor allen Dingen preiswert Flüchtlinge unterbringen könnte und gut unterbringen könnte, die ist seit Wochen unbeantwortet. Flüchtlinge werden stattdessen in Turnhallen und an der Boxberger Straße untergebracht und die Stesa, die kauft mal eben ein Hotel. Die Medien sind auch für uns Stadträte im Moment die erste Informationsquelle. Stattdessen werden wir eben überall vor vollendete Tatsachen gestellt. So kann meines Erachtens Integration nicht funktionieren und so schafft man eben auch kein Vertrauen. Bei allem Verständnis, und das ist absolut vorhanden, für die Notlage der Verwaltung, für die Aufgaben, die da vor Ihnen stehen, mit diesem Ansturm umzugehen, war für uns der Plan, Grundschüler und Flüchtlinge auf einem gemeinsam genutzten Gelände unterzubringen, vollkommen unverantwortlich und Sie haben hier eine rote Linie überschritten. Ich bin noch immer fassungslos, und Herr Avenarius, ich bitte Sie gerade hier zuzuhören, ich bin noch immer komplett fassungslos, dass es nicht gelungen ist, im Gespräch mit der Verwaltung eine andere Lösung hinzubekommen. Und das ist erst, als wir am Dienstag unter anderem diese Lösung öffentlich gemacht haben, auf einmal eine Kehrtwende gab. Das jetzt also dankenswerterweise dem Herrn Lames zuzuschreiben, finde ich ein bisschen frech. Es hätte mich sehr gefreut. So. Und erst nachdem wir das entsprechend am Dienstag öffentlich gemacht haben, und zwar mehrere Alternativen, unter anderem das Terrassenufer, ist die Stadtverwaltung von dieser wahnwitzigen Idee abgerückt. Mit diesem Plan hat nach unserer Auffassung, und das ist das, was ich an allen Stellen auch im Gespräch mit Eltern feststellen muss, auch mit anderen, eine Menge an Vertrauen verspielt und einen komplett unkoordinierten Eindruck hinterlassen. Am Freitag, dem 2. Oktober, wird per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass 7 Tage später bis zu 150 Flüchtlinge im Haus A des Doppelschulstandortes untergebracht werden. Zur Erinnerung, zu diesem Zeitpunkt sind 235 Grundschüler der 89. Grundschule im angeschlossenen Haus B untergebracht. Am Montag haben die Eltern dann innerhalb von 3 Stunden von 3 Bürgermeistern, also von Herrn Oberbürgermeister Hilbert, von Herrn Dr. Lames und von Frau Dr. Kaufmann, innerhalb von 3 Stunden 3 vollkommen unterschiedliche Aussagen erhalten, ob, wann und wie viele Flüchtlinge an diesem Standort untergebracht werden. Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten, und zwar bundesweit, erschreckende Gewaltausbrüche in Flüchtlingsunterkünften und Einrichtungen wahrgenommen. Auf die Frage, wie mit den Sorgen der Eltern vorzugehen ist, gab es keinerlei Antworten. Ich möchte ganz klar sagen, wir schnallen unsere Kinder bei jeder Fahrt an, weil es eben im Bereich Sicherheit für unsere Kinder niemals ein Risiko eingehen würden. Und das Sicherheitsrisiko der Kinder hier mit ideologischen Scheuklappen zu betrachten, das ist vollkommen inakzeptabel. Schule ist schutzbedürftiger Raum, das ist und das muss so bleiben. Eine differenzierte Betrachtung ist eine differenzierte Betrachtung auch zur Frage der Unterbringung, die lassen wir uns als CDU nicht verbieten. Gleichzeitig bitte ich ganz deutlich, alle Dresdner, seien wir solidarisch mit unseren Kindern. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt keine guten Lösungen mehr geben. Finden wir sie und halten Sie Wort. Das Gebot der Stunde, auch das möchte ich noch mal mitgeben, heißt Kommunikation, das heißt miteinander im Gespräch bleiben und das heißt Dialog. Und das tut all diese Sachen, die ich hier vorgetragen habe, nicht ausschließen.
Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Herr Schönbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte meiner Vorrednerin von der CDU antworten. Sie haben hier gerade erneut Öl ins Feuer gegossen und Stimmungsmache betrieben. Und ich finde, gerade in der Flüchtlingsfrage steht der CDU der erhobene Zeigefinger nicht gut zu Gesicht. Denn dass wir uns nun in Sachsen bereits seit mehreren Monaten in einer gesellschaftlich besonders angespannten Situation befinden, ist ja nicht zuletzt auch dem Umstand geschuldet, dass bis heute seitens der CDU-geführten sächsischen Staatsregierung eben gerade kein langfristig durchdachtes Unterbringungskonzept, das diese Bezeichnung auch verdiente, existiert. Und stattdessen ist doch die Lage wie folgt: Wir hangeln uns auf Landesebene von einem Provisorium zum anderen. Mal sollen die Flüchtlinge länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben, dann sollen sie wieder schneller auf die Kommunen verteilt werden. Und dieses Vorgehen der Regierung erinnert doch eher an eine Springprozession als an geordnetes und durchdachtes Regierungshandeln. Aber jetzt zur Antragstellerin, zur sogenannten Alternative für Deutschland. Wenn man das Agieren der AfD in der Flüchtlingsfrage betrachtet, dann kommt einem ganz unweigerlich Herr Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch in den Sinn. In Frischs Werk macht es der Opportunismus der Biedermänner überhaupt erst möglich, dass die Brandstifter ohne große Mühe ihre Arbeit verrichten und ihr Ziel erreichen können. Das Interessante an der AfD ist nun, dass sich hier sowohl die Biedermänner als auch die Brandstifter gleich in ein und derselben Partei versammelt haben. Deren führende Kräfte senden fortwährend Botschaften aus, die Ängste und Ressentiments vor Ausländerinnen und Ausländern schüren und einem Klima der Fremdenfeindlichkeit und des Hasses den Weg bereiten. Anfangs wurden diese Botschaften mehr oder weniger subtil verbreitet, da hatte der Wolf noch Kreide gefressen. Inzwischen aber sind bei den öffentlichen Kundgebungen der AfD Hass- und Hetzparolen an der Tagesordnung. Und diese Partei entblödet sich ja nicht einmal, faktisch mit Pegida gemeinsame Sache zu machen, einer Gruppierung, die gegen vermeintlich kriminelle Ausländer hetzt, aber selbst von einem rechtskräftig verurteilten kriminellen Deutschen angeführt wird. Und welche Folgen die monatelange geistige Brandstiftung von Pegida, AfD und Co. inzwischen zeitigt, müssen wir inzwischen leider an vielen Stellen erleben, zum Beispiel in Dresden-Prohlis, als erst ein rechter Mob randalierte und danach versucht wurde, ein Schulgebäude anzuzünden. Und der Umstand, dass die AfD nun ausgerechnet in der jetzigen Situation, in der die Stadtverwaltung mit aller Kraft daran arbeitet, für die Flüchtlinge im bevorstehenden Winter ein Dach über dem Kopf zusammen sicherzustellen, diese aktuelle Stunde beantragt und diesen Antrag eingebracht hat, das ist kein Zufall, sondern das ist die geronnene Scheinheiligkeit. Vorgeblich sollen hier über die Planungen der Asylbewerberunterbringung diskutiert werden, was die AfD aber eigentlich zu erreichen beabsichtigt, ist etwas anderes. Sie will Öl ins Feuer gießen, sie will Stimmung anheizen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Darum geht es ihnen. Und die AfD hat ganz offensichtlich keine Hemmungen, sich auf dem Rücken von Flüchtlingen, also zu Lasten von Menschen, die sich nicht wehren können, politisch zu profilieren. Dieses Verhalten ist erbärmlich und eine Partei, die sich derart erbärmlicher Mittel bedient, ist eine ziemlich feige Truppe. Und ich möchte zum Abschluss folgende Frage zum Nachdenken aufwerfen.
Könnte es nicht sein, dass die Kriege und Bürgerkriege, die vielen Krisenherde, aus denen die Menschen fliehen, nicht auch etwas damit zu tun haben, dass die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren einer der weltweit größten Waffenexporteure ist? 2014 wurden deutsche Waffen im Wert von über 6,5 Milliarden Euro exportiert. Und davon profitieren einige wenige Konzerne mit riesigen Gewinnen. Und ich möchte zum Abschluss folgende Frage aufwerfen. Warum versammeln sich Pegida und AfD eigentlich immer wieder vor den Flüchtlingsheimen? Warum treten sie immer nach unten und auf die Schwächsten? Vor den Werken von Krupp, von Heckle und Koch und von Rheinmetall haben sie noch nie demonstriert. Das wäre die richtige Adresse. Und solange Konzerne an Kriegen verdienen, wird es auch Kriege, Vertreibung und flüchtende Menschen geben. Und wer daran etwas ändern will, der darf nicht nach unten treten, wie Sie es tun von der AfD, sondern der muss seinen Kopf einschalten und seine Energie in die richtige Richtung lenken. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde bitte für die Verwaltung Frau Dr. Kaufmann. Aber das Wort ergreifen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, nur ganz kurz meinerseits eine Reflexion. Wenn wir von Flüchtlingen und Asylsuchenden sprechen und die AfD kommt darauf, das ehrliche Wort der Einwanderer an dieser Stelle darzustellen, dann möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen hier von Menschen. Von Menschen, die Schutz und Sicherheit suchen. Und wir haben ein Grundgesetz, auf deren Basis wir ihnen Schutz und Sicherheit geben werden. Die Unterbringung dieser Menschen ist eine Pflichtaufgabe. Dieser Pflichtaufgabe wird diese Kommune bestmöglich erfüllen. Dafür arbeiten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung hart. Und zwar so, dass man sagen kann, es werden alle Optionen, kommunale Liegenschaften und private Angebote, daraufhin geprüft und auch private Liegenschaften und Angebote, darauf geprüft, ob eine Möglichkeit gegeben ist, kurzfristig den Menschen, die hier bei uns in Dresden entsprechend des Königsteiner Schlüssels von der Bundesebene über die Landesebene in die Stadt Dresden gegeben werden, Obdach zu geben. Das bedeutet aber auch, meine Damen und Herren, dass die Planungen von einst, nämlich vom Dezember 2014, auf der die Verwaltung kalkuliert, finanziell, personell und logistisch geplant hat, sich längst überholt haben. Es wurden immer wieder Zahlen benannt, dass steigende Flüchtlingszahlen auf Deutschland zukommen, in Sachsen ankommen und irgendwann in Dresden auch hier sozusagen quantitativ bewusst das Stadtbild prägen. Ja, meine Damen und Herren, 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wir wissen das seit vielen Jahren. Und Sie alle lesen und schauen Fernsehen und Zeitungen. Mit anderen Worten ist es natürlich eine große Aufgabe, die aber nur gemeinsam mit allen Akteuren bewältigt werden kann. Es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen werden und werden müssen, weil sie eine Pflichtaufgabe ist, das ist das Gesetz, aber zuallererst auch eine humanitäre, eine menschliche Aufgabe. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die hier dargestellt wurden, die werden ab 1. November 2015 und damit in wenigen Wochen entsprechend des Königsteiner Schlüssels in Gesamtdeutschland und nicht nur in Hamburg, Frankfurt oder München ein neues Zuhause finden. Das sind Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Diese Kinder werden auch wir unterbringen. Wir haben dafür ein gutes Konzept entwickelt und Sie sprachen die große Dimension des Fiskalischen an. Auch das wird Geld kosten, natürlich. Hier ist dankenswerterweise der Bund und die Länder in der Pflicht, diese Kosten zu übernehmen. Damit versuchen wir auch an dieser Stelle, diese maximal 400 und nicht 600, mit dem nach Königsteiner Schlüssel gerechnet wird, in diese Stadt zu integrieren. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir als Kommune es nicht in der Hand haben, nicht wirklich, wie viele Menschen, zu welchem Zeitpunkt, ob am Montag früh oder am Freitagnachmittag oder am Sonntag
in die Stadt kommen und ein Obdach benötigen. Das bedeutet auch, dass es schnelle Lösungen geben muss. Und da hilft es uns nicht, Leichtbauhallen zu errichten oder von Containern zu sprechen, die in mehreren Monaten oder Wochen, aber nicht am Tag der Ankunft der Flüchtlinge zur Verfügung stehen. Und ja, auch deswegen wird es immer wieder natürlich ganz am Ende das Thema der Notunterkünfte geben müssen. Und aufgrund der kurzfristigen Reaktionszeit können auch Fehler entstehen. Und ja, die Verwaltung lernt, auch was Kommunikation und Einbindung betrifft. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Damen und Herren, mit Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, was in der Stadt eine unglaubliche Leistung verbringt, damit rechnet die Stadt im Positiven. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich bitte Sie als Politiker, eine Sensibilität und auch ein Grundverständnis dafür zu bekommen, dass es unsere aller Aufgabe ist, diese Menschen hier unterzubringen. Über den 31.12.2005 hinaus, über den 31.12.2016 hinaus, mit Wohnraum natürlich, aber auch mit Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten und damit auf eine gute Chance der Integration in diese städtische Gesellschaft. Vielen Dank. So, damit wäre Tagesordnungspunkt 4, aktuelle Stunde, abgeschlossen und wir steigen ein. Gibt jetzt nichts. Es gab weder, sind wir in irgendeiner Debatte, noch sind Sie persönlich angegriffen worden. Insoweit gibt es nach unserer Geschäftsordnung keine, vorhin können Sie noch § 11 Beratungsregeln Stadtrat nachlesen. Wir sind damit beim Tagesordnungspunkt.